Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwergnummer-Hobbits und ich komme dann zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Evoli mit dem Arktos und mit dem Zwergfürst auf der Route, was weiß ich, dem Wasserweg. Evoli setzt zur Verein und los geht's. Weg von der Zinnoberinsel, weiter voran im Abenteuer. Wir haben die Arena noch nicht ganz geschafft, aber ich glaube, die ist auch noch nicht betretbar, oder war sie das jetzt auf einmal? Wir gucken noch mal kurz nach, bevor wir uns auf den Weg begeben. Na, Tatsache! Wollte ich mich schon auf den Weg begeben zum nächsten Ort dieses Abenteuers. Tja, zum Glück habe ich da noch mal nachgeguckt. Zum Glück. Hau dir, zukünftiger Champ, wie geht's? Wie steht's? In dieser Arena. Kommen wir gleich zur Frage Nummer 1. Jetzt noch nicht, Pyro. Der Einsatz kommt erst ein bisschen später. Okay. Was zum Henker? Jetzt habe ich die Fahnen verloren. Warte kurz. Sekunde. Den Faden. Ich habe ihn. Ich kann ihn euch jetzt nicht zeigen, aber ich habe hier tatsächlich einen Faden. Der rote Faden. Hier hast du ihn wieder. Ach ja. Bei dem Herrn, den du gerade gesehen hast, handelt es sich um Pyro, den Arenaleiter hier. Auf der Zinnoberinsel, seines Zeichens Meister im Umgang mit Feuer-Pokémon. Du hast es hierher geschafft. Bedeutet wohl, dass du den Geheimschlüssel ergattert hast. Damit hast du das erste Rätsel gelöst und dir verdient, in dieser Arena antreten zu dürfen. Aber Vorsicht, hier gelten andere Regeln. Neben Kämpfen musst du nämlich auch noch einige knifflige Quizfragen beantworten. Na gut, dann viel Spaß und verbrenne dich nicht die Finger. Okay, auf geht's. Quiz, Kampf, Arena, Dingens. Ein paar Kameras. Studiokameras. Okay, da bin ich mal gespannt. Pokémon Arena der Zinnoberinsel. Arena-Leiter Pyro. Anerkannte Trainer Modif. Der war natürlich schon vor uns da und hat sich hier schon durchgeschlagen. Ist ja klar. Was sonst? Pyro lässt sich jede Menge einfallen, damit uns Vorschaden hier auf der Zinnoberinsel nicht die Decke auf den Kopf fällt. Ah, okay. Interessant. Und wer seid ihr hier? Zuschauer der Quizshow? Alles klar. Das bin ich aus Pokémon Gelb ein bisschen anders gewohnt. Pyros und Haltungskünste lassen zwar etwas zu wünschen übrig, aber im Kampf macht er dieses Manko mehr als wett. Ah, okay. Und das kleine Kind hier. Pyro ist der Beste! Kleine Kinder in der ersten Reihe. Gib alles! Ich bin zu kein Trainer, aber Pyro hat mir erlaubt, trotzdem zuzuschauen. Ah, okay, hier noch ein paar auf den Medienplätzen. Das hier ist quasi die einzige Abwechslung vom Alltagstrott, die wir auf der Zinnoberinsel haben. Okay. Ich bin schon richtig heiß darauf zu sehen, was für hitzige Kämpfe und Fragen uns heute noch erwarten werden. Gibt es endlich noch andere Arena-Leiter, die für Feuer-Pokémon spezialisiert haben? Ich weiß es nicht. Pyro ist auf jeden Fall einer davon. Okay, an die anderen kommen wir nicht ran, oder was? Tja, zu schade.
dann wagen wir uns wohl an den ersten Quiz-Kampf-Dingens. Na, bist du bereit? Immer bereit, bereit geboren. Auf geht's. Gut, dann stell dich mal da drüben hin. Willkommen beim Pokémon Quest, live hier aus der Arena der Zinnobeinsel. Mein Kandidat muss mindestens insgesamt 5 brandheiße Fragen beantworten. Für jede korrekte Antwort erhält sie jeweils eine Hyro-Puppe. Liegt die Kandidatin mit der Antwort jedoch daneben, muss sie gegen einen meiner Schüler als waschechte Trainer zum Kampf antreten. Behält sie bei dem Kampf Kräftemessen die Oberhand, bekommt sie eine Pyro-Puppe. Ob es meiner Kandidatin wohl gelingt, alle 5 Puppen in ihren Besitz zu bringen? Wir werden es sehen. Kommen wir gleich zu Frage Nummer 1. Welches Pokémon gehört der Kategorie Brenner an? Magma oder Fukano? Oh je. Das ist gar keine so einfache Frage. Aber ich würde mal direkt sagen, mach mal. Die Kandidatin hat die Antwort abgegeben. Doch liegt sie damit auch richtig. Goldrichtig, um genau zu sein, ein Volltreffer. Glückwunsch, du hast diese Pyro-Puppe redlich verliebt. Ist ja süß. Eine Puppe vom Arena mit der Pyro. Ist ja toll. Sehr schön. Weiter im Text mit Frage Nummer 2. Wie viele Orden, wie viele von der Pokémon-Liga anerkannte Arena-Orden gibt es? Das sind natürlich 8. Die Kandidatin hat ihre Antwort abgegeben. Doch liegt sie damit wirklich richtig? Gold richtig, um genau zu sein, ein Volltreffer. Glückwunsch, du hast dir diese Pyro-Puppe redlich verdient. Die Nummer 2. Okay, ja, wie es aussieht, müssen wir gar keinen Kampf bestehen, wenn wir nur die Fragen richtig beantworten. Das heißt, Fragen oder Kämpfen. Das ist der Spaß hier an dieser Arena. Naja, der Arena-Leiter-Kampf, der wird uns natürlich bevorstehen, aber Zwischenkämpfe können wir uns dadurch ersparen. So viel dazu. Du hast noch einige Fragen vor dir. Kommen wir also gleich zu Nummer 2. Was? Pyro, ich mische mich ja ungern ein, aber wir sind bei der dritten Frage. Das habe ich doch gesagt. Kommen wir also gleich zur Frage Nummer 3. Setzt ein Pokémon eine Attacke vom Typ Stahl gegen einen Feuer-Pokémon ein, dann ist sie stark oder schwach. Typ Stahl gegen Feuer. Stahl gegen Feuer. Ach, mit Effektivitäten habe ich es noch nicht so, nie so leicht gehabt. Das war noch nie meine Stärke. Stahl gegen Feuer. Ich riskiere es mal und sage nicht sehr effektiv. Ich bin mir da wirklich nicht sicher, aber die Kandidatin hat die Antwort abgegeben. Doch, liegt sie damit doch richtig? Gold, richtig, um genau zu sein. Ein Volltreffer. Andersrum ist es, glaube ich, ja. Stahl ist gegen Feuer. Stark und Feuer nicht gegen Stahl. Ja. So war's. Glückwunsch, du hast diese Pyro-Puppe redlich verdient. Was? Und was mit der in der Mitte? Ach so, die kriegen wir dann zum Schluss, oder was? Das läuft ja wie am Schnürchen. Unsere Kandidatin hat sich damit sage und schreibe 3 Pyro-Puppen erkämpft. Bravo. Frage 4 steht schon in den Startlöchern. Enthält die TM28 die Attacke Hyper-Mega-Superstrahl? Hyper-Mega-Superstrahl. Nein, das tut sie nicht. Die Kandidatin hat sich ihre Antwort gegeben. Doch liegt sie damit auch richtig? Gold richtig, genau zu sein. Ein Volltreffer. Glückwunsch, du hast dir diese Pyro-Puppe richtig verdient. Meine Kandidatin hat sich bereits 4 Pyro-Puppen sichern können. Das bedeutet, die 5. und letzte Frage wartet auf sie. Wer wird dich im Anschluss an diese Frage zu einem Kampf herausfordern? A. Pyro ist es. B. Der Arena-Leiter der Zinnobeinsel ist es. C. Ein Meister im Umgang mit Feuer-Pokémon
Ist das D ein hitzköpfiger Quizmaster? Ist das E ein älterer Herr mit Bart? Oder ist das F ich? Okay, ja, eine sehr, sehr knifflige Frage. Ich bin mir echt nicht sicher, aber da ich auch keinen Telefon-Joker habe, den 50-50-Joker darf ich nicht einsetzen. Schade. Dann würde ich mal sagen, ich lege mich hier drauf fest. Ein hitzköpfiger Quizmaster, das würde ich sagen. Die Kandidatin ist ihre Antwort gegeben. Doch, liegt sie damit auch wirklich richtig? Gold, richtig, um genau zu sein. Ein Volltreffer. Alle Puppen. Weg sind sie. Pyro. Du hast dir jetzt also alle 5 Pyro-Puppen gesichert. Das bedeutet, es ist an der Zeit, es mit mir aufzunehmen. Ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel mit dem unbändig lodernden Feuer im Herzen. Mein Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Ich hoffe, du hast genügend Feuerheiler mitgebracht. Kann sein. Ich habe ein Wasser-Pokémon mitgebracht. Arenaleiter der Pyro fordert dich heraus mit 4 Pokémon. 4 mega starken Feuer-Pokémon. Magma. Wo ist Pepe? Ja, gut. Der Pepe, den sollten wir vielleicht schleunigst tauschen. Das ist jetzt vielleicht nicht die effektivste Wahl. Schnell weg, Pepe. Hau ab. Hau bloß ab. Drauf. Du bist dran. Das ist dein Kampf. Kung Fu Strahl. Natürlich Kung Fu Strahl. Was sonst? Ach, die Schande. Jetzt ist der auch noch verwirrt. Dann versuch's trotzdem mal mit Aquaknarre. Sei nicht zu dünne verwirrt. Komm, halt durch, Prof. Halte durch, es ist ein Feuer-Pokémon und du bist ein Wasser-Pokémon. Das dürftest du doch hinkriegen. Das ist doch nicht allzu schwer zu schaffen. Ja gut, er liegt ein paar Level weiter unter Magma, aber... Von der Effektivität her dürfte das doch kein Problem sein, oder? Na komm, auf. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Du bist mein Wasser-Pokémon. Ich habe dich nicht sehr gut trainiert, aber du schaffst das trotzdem. Na komm, halt durch, halte durch, halte durch, halte durch. Verdammt, nein. Jetzt nicht verwirrt sein, nicht getroffen werden von der Verwirrung. Magma besiegen. Magma besiegt. Sehr nice. Da waren es nur noch 3. Sehr gut. Arcani wird als nächstes eingesetzt. Und weiter wird gekämpft. Und Arcani wird eingesetzt. So. Und dann versuchen wir es mal mit einem Trank-Item. Das wäre vielleicht nicht ganz schlecht. Ein Hypertrank. Wie wäre es denn damit? Na komm. Brauch dich, Prof. Du bist das Stärkste, das Stärkste bist du nicht, aber du bist das einzige Wasser-Pokémon im Team. Das wäre jetzt eigentlich nicht so gut, wenn ich dich im Kampf verlieren würde. Na komm, Wutanfall, das sieht gar nicht gut aus. Da war es im Prof geschehen. Au, Backe. Ja, so sieht's aus, wenn das Wasser-Pokémon das Schlechteste im Team ist. Naja, nicht das Schlechteste, aber eines der Schlechteste. Vielleicht sogar wirklich das Schlechteste. Dietrich, Kids, Blacky, ja, das können wir vergessen. Eis-Pokémon gegen Feuer. Pepe und Arctis vielleicht ganz zum Schluss. Ich versuch's mit Dietrich. Ja, gut. Besser als nichts. Hoffentlich einiges besser als nichts. So, Schaufler, na komm. Das bringt uns vielleicht etwas, dass wir eine Runde aussetzen können. Dass das was bringt, dass wir vielleicht vom ersten Angriff nicht getroffen werden. Na komm. Ja, sehr nice. Das hat doch schon einiges gebracht.
Na komm, verletz dich selbst, Flammenblitz. Ach du Schande. Halt durch, Dietri. Er hat's nicht durchgehalten. Das ist tragisch. Aber Rückstoß haben wir. Auweih, auweih. Das soll was werden. Das soll was werden. Das ist auch ein netter Kampf. Auweih, ja. Vergiss Flackerbrand. Risikodecke vielleicht. Quellzone. Blitzersturm. Ich glaube nicht dran. Na komm, Blitzersturm. Versuch's. Na komm, sind noch ein paar KP. Mach's. Ist der Feenattacke. Ja, für die KP hat's gereicht. Für die paar. Da waren es nur noch zwei. Die Hälfte haben wir geschafft. Ja. Jetzt kommt nicht gerade die leichtere Hälfte. Und wird nicht mehr leichter. Und wird nur noch schwieriger. Auwei. Galopper. Ja, Pokémon wechseln, was soll das bringen? Ja gut. Galopper. Da, Risikodecke. Na komm. Hau rein, Lecky. Lecky, mach's alle. Ja. Das könnte man unter Umständen, aber auch nur unter Umständen schaffen. Ja, die Feuerattacken sind schon heftig. Na komm, Risikodecke, mach's alle. Da warst du noch eins. Na komm, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Wir haben sehr schlechte Karten, wo unser Wasser-Pokémon schwach ist, aber... Ja, Vodona. Na komm, Blecki, 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 Blecki. Polizei, Blecki, du schaffst das. Polizei, Evoli. Du wirst den bösen Treiben hier ein Ende setzen. Ein Hypertrank für Blecki. So muss das. Halte durch. Du bist mein stärkstes Pokémon. Die Macht ist stark in dir. Halte durch. Du schaffst es. Na komm, Action. Risikodecke, mach es alle. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Na komm. Noch einmal Risikodecke. Risikodecke. Und es machte es alle. S und S. Evoli, Volona. Samus. Arena Netter Pyro besiegt. Mein Feuer ist erlöschen. Du gewinnst 7680 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen Arena Netter Pyro hervor. Ja, nice. Haben wir den nächsten Arena-Orden erlangt, erreicht. Willkommen. Glückwunsch, mit deiner feurigen Performance hast du dir den Vulkan-Orden verliebt. Du hast den Vulkan-Orden von Pyro. Doch das ist nicht alles. Zusätzlich überlasse ich dir diese TM. Du erhältst TM 46 Feuersturm von Pyro. Du verstaust das Item in der TM-Box. Die TM 46 erhält die Attacke Feuersturm. Diese Feuerattacke eignet sich hervorragend für Feuer-Pokémon wie Glutexo und Vulpix. Oder für ein Evoli, was Feuerattacken gerne lernt. Feuersturm ist eine der mächtigsten Attacken vom Typ Feuer. Du wirst dich vielleicht fragen, warum die so sonderbar aussieht. Tja, genau kann ich dir das leider auch nicht sagen. Ich habe nur gehört, dass es etwas mit dem Herkunftsort zu tun hat. Auch ein Quizmaster wie ich ist nicht allwissend. Ach was, nicht allwissend? Das glaube ich aber nicht. Na, hast du alles ordentlich aufgenommen? Mit der Studiokamera? Das will ich doch hoffen. So, die Attacke können wir gleich mal Blackie beibringen. Das ist gar nicht so falsch. Schauen wir mal, ob wir das können. TM-Box. Da hätten wir... Wo haben wir es? Feuersturm. Einsetzen. Oh. Nicht erlernbar von Blackie. Aber der Kids, der kennt das, der Glugang. Das ist doch seine Attacke.
so, Schlitzer. Ja, wer braucht schon Schlitzer? So, Feuersturm erlernt. Wer braucht Schlitzer, wenn er Feuersturm hat? So, bei der Gelegenheit. Eisstrahl bereits erlernt. Verhöhner. Schmarotzer. Nein. Matschbombe, vergiss es. Dietrich bringe ich das nicht bei. Psychokinese. Kann keiner. Flammenwurf kann Kit schon. Wir brauchen noch hier Donnerwelle. Wir brauchen einfach Zapdos als Elektro-Pokémon im Team. Das ist einfach ein Muss. Fliegen kann von Arctos erlernt werden. Ja, warum auch? Naja, wir können es mal gucken. Wir brauchen ja keinen VM-Sklaven. Wenn wir Evoli. Evoli kann für uns fliegen. Obwohl gegen Agilität vielleicht, oder gegen Reflektor. Ja, der hat momentan nur defensive Attacken. Na komm, nimm. Friss. Und flieg. Oh, Finale, das ist noch interessant. Nein, kann keiner. Das ist auch eine Arschloch-Attacke. So. War's das schon? Nein, noch nicht. Finsteraura. Das kann der Prof erlernen. Na? Schauen wir mal. Jetzt mal schön mit TMS rumspielen. Ja, einmal Biss verlernen. Wenn du Finsteraura dafür kriegst. Sehr gut. Megasauger. Erlernen wir von Pepe. Na, gerne doch. Na komm. Das sollst du kriegen. Kopflos. Okay, das war vielleicht ein Fehler, aber gut. Naja, mega sauber ist auch nicht schlecht. Säure hätten wir vielleicht vorhin lernen sollen. Ruhrort, Zauberschein, Erholung, rechte Hand, Donnerblitz, Schaufler. Prof könnte noch Schaufler lernen, aber ja, gut. Kopflos haben wir hier. Da könnten wir es wirklich machen. Geowurf. Na komm, Geowurf. Unbedingt. Panzerschutz. Bartkratz. Sehr gut, hier mal ein paar Attacken beigebracht. Sehr gut, so kann es bleiben. Jetzt kann es weitergehen. Oh, da kommt der Mordi auf uns zu. Da geht's mit der Story weiter. Ah, da bist du ja. Ich dachte schon, dass du bald die Arena der Zinnobeln erreichen würdest. Hast du gegen Pyro gewonnen? Super, dann mal herzlichen Glückwunsch. Um zur Pokémon-Liga gehen zu können, braucht man allerdings 8 Ohren, oder? Ich habe bisher 7. Jetzt fehlt mir nur noch die Arena in Vertania City. Neulich war aber dummerweise niemand da. Ich nehme an, du hast sie auch noch nie von innen gesehen. Weißt du was? Ich schaue am besten einfach nochmal nach Vertania City vorbei. Was für ein Hinweis. Ich hätte gar nicht gewusst, wo ich jetzt hin hätte sollen. Danke, dass du mir diesen Hinweis gegeben hast. Diesen sehr wertvollen Hinweis, Modi. Ich wäre jetzt noch Parts lang, also ewige Parts lang. Ich wäre jetzt noch 10 Parts hier auf der Zinnoberinsel und bei den Seeschrauminseln umhergeirrt und hätte dann noch nach einer Arena gesucht. Ich hätte auf den Seeschrauminseln noch nach einer Arena gesucht. Hätte hier noch irgendwo im Untergrund, vielleicht in der Villa sucht, vielleicht gäbe es in der Villa eine Arena. Ich wäre nicht drauf gekommen. Du, das hätte ich nicht hingekriegt. Also, dass hier ein Steg ist, wo man auf Route 21 vielleicht weiterfahren kann, also dass man da in Richtung Vertania City kommen kann, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Also, da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen. Also, es ist ja gut, dass du es mir gesagt hast, Moni. Da wäre ich so allein nicht drauf gekommen. Kannst du davon ausgehen. Hier schön fleißig in der Pokémon-Trainer umgehen. Und so muss das. Ich hätte auch ganz bestimmt nicht auf die Karte geguckt. Das wäre... Nein. Wieso auf die Karte gucken? So, das Team ist wieder geheilt. Ja, dazu war ich gerade im Pokémon Center. Ein Wunder.
So, voran geht's. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen Inseltraining, ein bisschen Training auf der Route machen. Wenn ich mich richtig an Pokémon Gelb erinnere, hatten wir da gewisse Probleme. In der Top 4. Ankus, das ist nicht Pokémon Gelb, das ist Pokémon Let's Go Eevee. Alabastia, da wären wir also wieder. Mal kurz noch zu Hause vorbeigucken. Haus von Zwergfee. Wir sind wieder zu Hause und daheim. So muss das. Hallo Mama, ich bin zurück von einer langen Reise. Zwergfee, du scheinst eine Menge Spaß auf deiner Reise mit deinen Pokémon zu haben. Das freut mich. Eine sehr kurze und knappe Begrüßung. Willst du mich loswerden, Mama, oder was? Keine Umarmung, keine Verhätschelung, keine... Oh, was ist jetzt passiert? Achso, ich habe den Joystick zu den Joy-Con zu stark geschleudert. Keine mütterlichen Verhätschelungen, keine Heilung meiner Pokémon. Ich kann bei dir echt meine Pokémon nicht heilen. Ich glaube 11 Jahre alt in dem Spiel. Bin vor Ewigkeiten raus in die Welt gefahren und gelaufen. Gegen böse Schurken und gegen Schurken zu kämpfen, die Welt zu erkunden, und dann komme ich wieder nach Hause und nix. Nur einen Satz, nur so ja, schön dich zu sehen. Hast du Spaß bei deinem Abenteuer? Hau bloß wieder ab. Ich habe das Gefühl, wir wurden hier verstoßen. Können wir uns wenigstens hinlegen? Ein bisschen rasten? Können wir auch nicht. Tja. Keine Rast von der langen Reise. Hier mal kurz für ein paar Stunden ein kleines Nickerchen in unserem eigenen Bett haben. Nicht. Dies ist eine Nintendo Switch-Konsole. Sie ist mit dem Fernseher verbunden. Auch nicht unbedingt. Ein PC. Da ist eine E-Mail von Mordi in deinem Posteingang. Das war ich stark zu bezweifeln, dass Mordi mir eine E-Mail schickt. Hey Zwergfee, hier schnell noch das Wichtigste, was du als Trainer wissen musst. Um mit verschiedenen Leuten zu sprechen, musst du den A-Knopf drücken. Neige den Kontrollstick, wenn du rennen willst. Mit dem X-Knopf, jetzt hätte ich fast Y-Knopf gesagt, mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü und kannst dort dein Spiel speichern. Wir sehen uns morgen. Ja, dein Modi. Eine super plüschige Evo-Libro. Na, hervorragend. Na dann, legen wir hier eine kurze Pause vom Abenteuer ein und rasten mal ein wenig bei unserer Mutter. Ja, im eigenen Haus. Und ja, dann geht's im nächsten Part weiter zum 8. Arena-Orden, zum finalen Punkt unserer Ordenreise und bald schon zur Top 4. So sieht's aus. Da mich noch unglücklich dieser Part gefallen haben, lasst ihn aber darin, wie ihr seid. Und ja, man sieht sich im nächsten Part wieder. Ja, da winkt sie schon. Haut daran. Bis dahin. Ciao, ciao.